Und damit, hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Returns 4K 60 FPS, alles drum und dran in euer Gesicht rein. Let's go. Ich bin wie immer mega geil auf die heutige Episode und ich will gar nicht so viel drum herum leben. Wir starten direkt rein hier mit einer Banane. Danke für gar nichts. Es ist nicht so wunderschön. Ich glaube, hier kann man sterben. Wir springen. Da sind Haie. Da werden wir fast runtergefallen, weil ich ein bisschen lost bin. Da oben ist ein Bongo-Trongo-Feuerteufel. Gesundheit. Der Hai hat eine andere Farbe gehabt. Ich habe so auf Fliegen gedrückt. Vor allem, wir sind unten durchgeflogen. Ist ein bisschen cursed. Okay. So muss das. Zack. Der Bird kommt weg. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von diesen Feuerdingern hoffen soll. Aber man kann die nicht auspusten. Mir wurde gesagt, man kann die auspusten. Was ein Scam. Das war sus, weil wir hätten auch unten sein können, aber dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht! Ja, nehme ich. Ist okay. Deum, das ist fast. Shazam, hier können wir runterrollen. Einfach weiter. Das hier unten sieht horribly sus aus. Aber hier scheint wirklich ein Doch. Oh mein Gott. Man kann hier lang klettern. Da ist ein Bonus. Come on. Also an der Stelle muss ich auch leider mal sagen, einer der wirklich schwersten Boni der Welt. Gott, der war, also... Sorry, aber für Welt 3? Lame. So, hier wird gepustet. Boah. Dadurch sparen wir uns hier so ein bisschen Jump'n'Run. Kann ich die treffen? Ich bin einfach der Geist. Also wirklich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ja, und weiterhin so krasse Skills supporten wollt, dann lasst ihr jetzt gefälligst ein Abo da. Das ist ja wohl das Mindeste. No Rage, wird getroffen, aber man kann die auspusten. So, hier sind wir vorne, let's go. Pusten macht Spaß. Ich bin der... Ich wollte gerade Blasekönig sagen, aber wir sind der Pustekönig. Wir sind der Pustekönig. Es geht ums Pusten. Hier kann man nämlich runter. Ein weiterer Bonus. Ist es nicht schön? Das kommt davon, wenn man sich nicht richtig konzentriert. Dann ist man halt auch einfach lost. Lost, so wie Fundsachen im Fundbüro, wenn sie nicht gefunden werden. Hat kein Mensch verstanden, was ich gerade gesagt habe. Habe ich auch selber nicht verstanden. Egal. Oh, damn. Du bist huge, aber juckt mich gar nicht. Damit wäre dieses Level hinter uns gebracht. Und ich hoffe auch zu 100%, oder? Ganz genau. Also halt, ihr wisst Bescheid, keine Puzzleteile und so. Let's go. Itty bitty biters. Das klingt... Weiß ich nicht. Sehr interessant auf jeden Fall. Lust, da reinzusteigen, habe ich natürlich umso mehr. Itty Bitty Biters. Klingt sass. Was es bedeutet, keine. Ich weiß ganz genau, was es bedeutet. Ich habe hinten, im Background sieht man den Gegner schon. Wir werden es gleich zusammen erfahren. Das ist nicht euer Ernst. Wir fangen mit einem Bonus an. Also, Armin, wenn ein Level mit einem Bonus startet, bedeutet das meist nichts Gutes. Hier sehen wir den auch nochmal. So sehen die aus. So runde Bälle, die essen können. Ich hoffe, dass es das Level war. Ja, ja, genau. Da ist einer. Da. Ja, öffne er mir die Tür, Meister. Verstecken sich hier überall. Da oben auch. Hey, wie cool ist das denn? Ich liebe solche Details. Und da sind sie. An die kann ich mich erinnern. Dass sie springen konnten, daran nicht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Shazam. What a wham. Das da oben sieht sus aus. Ey, wenn da jetzt wieder ein Bonus gewesen wäre. Skip, direkt skip. Okay, I got the point. Also, wir ballern den runter. Und er macht Shazam mit uns und feuert uns in die Luft. Boy, da kriege ich eigentlich ziemlich Hunger auf Blaubeeren. Vielleicht bin ich da aber auch der Einzige. Oh, okay, die gibt es jetzt auch noch in Rot. Der kann höher springen. Oh, der needed mehr Hits. Okay, da oben ist ein Bonus. Das heißt, der wird geskippt. Ich war in der Rollanimation. What the hell? Boy, solche Puzzleteile, ich liebe sie. Die sind immer ganz entspannt. Reno und Hachu. Let's go, der war wichtig. Bitte kein Bonus, let's go. Wie ich schon Boni richtig meiden möchte. Hello there, aber man sieht wenigstens... Oh boy. Oh boy, 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 boy. Boy, boy. What the hell, was macht ihr? What the hell? Ihr seid ja komplett geisteskrank. Wahnsinnsleistung an der Stelle von mir. Wow.
Ich habe immerhin verstanden, wie die funktionieren. Einfach zurückhüpfen, das ist die Lösung. Boah. Okay, komm, komm. Sobald sie den Mund aufmachen, müsst ihr wegsprinten. Genau. Und dann sitzt sie erstmal Lane rum. Okay, okay. Es wird heftig. Das Fass. Let's go. Diddy is back, so wie Rücken auf Englisch. Let's go, haben wir. Also ich wäre jetzt schon, oh boy, offen fürs Ziel. Oh, ist das so ein Fighting Room? Das finde ich cool. Ein paar Sekunden später. Ich hasse es. So, Shazam. Okay, wir kommen weiter nach unten. Okay, die sind auch besiegt. Und wir sind oben. Und ein Elefant, der springen kann. Wild, auf jeden Fall. Hier können wir noch pusten. Nur für eine Banane, cool. Aber hier, Trommelbongo machen. Möge er mir das Ziel reichen. Einen Ballon kriegen wir wieder. Haben wir auch tatsächlich bitter nötig, nachdem wir jetzt viel zu oft gefällt haben. Guys, steppen wir direkt ins nächste Level. Tempel Choppel 3-6 ist das nächste wunderbare Level, das sich hier uns entgegenstellt. Werden wir es schaffen? Ich bin mir zu 100% sicher, wir werden es. Das ist ein Rambi-Level. Ich habe hier die Rambi-Blöcke gesehen. Und Guys, ihr wisst Bescheid, Rambi-Level sind immer cool. Das ist nur ein Bonus. Die skippe ich schon aus Prinzip. Ich frage mich nur, wann Rambi kommt. Let's go. Wir können damit durch Stacheln laufen. Ich weiß nicht, hatten wir schon Rambi-Level? Kann sein. Keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall alles stimulieren. Oh boy. Heavy. Wir können auch, oh boy, oh boy. Solange wir Diddy haben, können wir auch ein bisschen fliegen. Und den ersten, no way, als ob Rambi nicht gegen Feuer immun ist. Real talk. Bin enttäuscht von dir, Mr. Nashorn. Okay, wir können nicht durchsprinten. Das wäre meine Frage gewesen. Oh, wir bauen uns hier wieder so ein paar Wege. Das sieht lecker aus. Da können wir auch ein bisschen wieder was kaputt machen. Es ist einfach nur ein Level, wo man durchrennt und Sachen zerstört. Ist es nicht schön? By the way, im Hintergrund der Sonnenaufgang. Schön. Oder Untergang? Egal. Schön. Nächster Weg ebnet sich uns und schon wieder. Boy. Ich wollte am Ende des Projekts wieder eine Challenge machen. Ist es möglich, jedes Rambi-Level ohne Rambi zu spielen? Hier scheinbar nicht. Das heißt, wir müssen uns hier umso besser anstellen. Aber kein Problem für den meisten. Ich wollte sagen, kein Problem für den Meister. Look at me doing this. I am so... Das ist... Komplett geisteskrank. Das Ende. Das Ende war anders heftig. Damn, aber für die Leistung könnt ihr doch auch mal hier so einen richtig krassen Like da lassen. Würde mich wie immer mega freuen. Und wir steppen direkt zum Boss-Level für heute schon. Es bleibt spannend. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, heute einen Boss zu machen. Damn, mal gucken, was uns hier so erwartet. Okay, wir kriegen Diddy. Meistens ein gutes Zeichen. Rein da. Ach so, und darauf soll ich mich jetzt freuen. Jo, wahrscheinlich, oder? Okay, direkt verstanden. Oh boy, das war schon knapp. Bam, boah, der war krass. Sagt ehrlich, der war krass. Ja, ja, komm nur her, was passiert, was passiert? Ducken vielleicht, keine Ahnung. Klingt richtig. Erste Phase ist auf jeden Fall hinter uns. Oh boy, die explodieren direkt. Oh boy. Okay, ihr könnt uns ja nicht erreichen, obviously. Komm, wirf doch. Nein, das war völlig daneben. Er kommt wieder. Wir bleiben entspannt. Oh mein Gott, wie hat der getroffen? Der war so stupid geworfen. Egal, es hat gezählt. Oh mein Gott, let's go. Er kommt einfach mit einer... Er kommt mit einer Atombombe aufs Kampffeld. Nein, das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Let's go, ich habe ihn getroffen.
Ich weiß nicht, wie viele Treffer Hans noch braucht. Aber es wäre schön, wenn es jetzt langsam mal vorbei wäre. Let's go, ist er down, bitte, bitte. Okay, und ich habe noch ein einziges Herz gehabt. Ich hatte noch ein Herz. Ja, mach das so, komm. Ja, 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 du bist so, ja, yes. Let's go, ja, komm her. Ja, komm her. Bam. Wenn ihr jetzt aber noch krasse Gaming-Fakten sehen wollt, checkt dieses Video ab und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao, Leute.